So, Freunde der Sonne, heute spielen wir mal eine Runde Rush of Blood. Mal ein bisschen was anderes zwischen Astrobot und Beat Saber. Das Spiel habe ich zwar schon relativ lange auf meiner Platte liegen und habe es am Anfang auch mal ein bisschen gezockt. Ja, und heute habe ich mir gedacht, ja, wir packen es einfach mal wieder aus und zocken mal eine Runde. Ist ja, glaube ich, hier so ein Wave-Shooter oder Rail-Shooter, wie auch immer man das nennen mag. Wie gesagt, ist eine Weile her, als ich das gespielt habe. Schon wieder kurz meine Linse putzen. Schlägt immer am Anfang ein bisschen. Das ist schon sehr, sehr skurril. Irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe das lange nicht mehr gespielt und wir schauen jetzt einfach mal. Streck die Arme aus, wie gezeigt, und drücke, mache ich. Okay. Wir fangen mal eine neue Story an. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich muss schon wieder noch mal kurz auf die Linse. Immer wenn ich anfange mit Spielen mit der Brille, habe ich das Problem, dass die halt mal kurz beschlägt. Aber ich muss die halt relativ nah meine Augen machen. Weil sonst habe ich halt diesen Lichteinfall und das ist irgendwie uncool. Ja, ich würde sagen, wir spielen es auf normal. Ah ja, ich befürchte es fast, die Fahrt meines Lebens. Mach ich. Okay. Schauen wir mal. Na dann, zeig her. Okay, was ist das hier? Spritzpistole oder wie? Ich höre gar keinen Sound. Mit diesen Taschenlampen, das ist schon sehr skurril. Wie ich eigentlich sowas hasse hier. Solche Spiele. Ich habe ja noch dieses Resident Evil 7 als VR-Spiel auf meiner Platte liegen. Hab das auch ein bisschen angefangen zu spielen. Ja, das war schon so eine absolute Grenzerfahrung für mich, möchte ich mal sagen. Ich hasse sowas eigentlich wie die Pest. Naja, gut. Wir schauen einmal. Ich gucke mich einfach lieber mal vielleicht nicht so um, oder? Ja, wie gesagt, die ersten Level hatte ich ja schon gespielt. Allerdings ist es halt schon eine Weile her. Und somit weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was mich halt hier erwartet. Okay, nachladen ist also einfach nur auf dem Button. Schießen tue ich wie ein Anfänger. Okay. Na dann, auf geht's. Ich hoffe, hier kommt noch nichts. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Okay, wir schießen erstmal ein paar Enten hier. Auch nicht schlecht. Okay. Das ging. Relativ easy. Oh, einen haben wir vergessen. Ich meine, so sieht das Spiel ja wirklich cool aus an sich.
Weiß gar nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein Intro hier, oder? Schätze ich mal. Boah, erschreckt mich nicht so. Hässlichen Clowns. Ja, ballern ja einfach mal ein bisschen wild rum jetzt. Ist ja relativ viel mitnehmen. Ja. Okay. So. Macht er sich jetzt hier vom Acker nochmal irgendwie, oder? Oh, nicht mehr erwischt. Gar nicht. Also habe ich immer gar nicht den Anfang in Erinnerung. Ich dachte eigentlich, es ging gleich mit einem Level los, bin mir jetzt aber nicht sicher. Multiplikator ist klar. Ja, mache ich. Oh, irgendwie ist das. Ich meine, es ist noch nicht sehr gruselig hier, aber irgendwie läuft ihm trotzdem so ein bisschen Schauer über den Rücken. Naja, müssen wir uns mit dem Kopf durchfädeln, das weiß ich noch. Hier ducken wir uns mal weg. Ja, das ist das richtige Spiel hier vor Halloween. Ist ja auch bald. Naja, lach dich nur kaputt, ja. Zack, 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 zack. Eigentlich mag ich ja so VR-Shooter-Spiele ganz gern. Nur halt diese Art nicht unbedingt. Aber nun gut. Auf geht's. Oh, ich will gar nicht hingucken, wird mich wieder komisch. Brauch mal einen tapferen Magen hier. Heieiei. Boah. Okay, ducken. Ich glaube, hier kommt noch nichts, oder? Ich glaube, hier kommt überhaupt nichts. Ich denke, das ist bestimmt mal so ein Intro. Sehr skurril. Oh, geht's jetzt los hier oder wie? Oh, mir läuft schon wieder ein Schauer über den Rücken. Naja, das sind richtige Pistolen jetzt. Das glaube ich fast auch. Oh, geil. Das ist was für mich. Oh, ich habe immer irgendwie schon voll Schiss, dass hier irgendwas vor mir auftaucht, dass ich es nicht mehr weiß. Eieieiei. Ich wusste es, ich konnte es mir fast denken und trotzdem war ich erschrocken. So ein Scheißdreck. Das ist ja was für mich. Heieieiei. Oh, ekelhaft. Mehr fällt einem dazu eigentlich nicht ein. Oh, ich will gar nicht gucken. Augen zumachen. Heieiei. Geh weg. Nur gut, dass ich so ohne Kopfhörer spiele. Ich glaube, mit Kopfhörern wäre es noch viel immersiver.
Definitiv wäre es immersiver, aber das wollen wir jetzt nicht haben. Das reicht mir so schon zum Fernsehsound. Hau ab. Wow. Geh weg. Wow. Oh. Fahr weiter. Fahr einfach weiter. Ich glaube, hier reicht mir schon das erste Level nachher. Ich glaube, zwei schaffe ich gar nicht zu spielen. Ja, das ist einzig gut, dass ich glaube, von hinter mir kann nichts kommen. Ja, lass mich in Ruhe. Kannst du mir das klopfen, wie du willst? Oh. Oh, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Geh weg. Bleib gleich da hinten. Okay. Die haben wir uns schön vom Hals gehalten hier. Eieiei. Ja, und das halt mit meinem Kopf, wo mir es eh schon nicht so gut ist. Und dann noch eine VR-Achterbahnfahrt. Grandios. Hau ab. Was ist los, Junge? Was geht? Wow. Fahr weiter. Fahr einfach bitte weiter. Okay. Es ist schon sehr spooky, dieses Spiel. Ich lade mal gleich lieber nach. Oh, jetzt kommen diese ekligen Schweine, an die kann ich mich noch erinnern. Voll der spooky Sound ja auch. Glaube ich. Irgendwie so war das doch. Ja, ich glaube, da hinten ist es dann. Kamera weg. Grüß dich, meiner. Wenn du hinter dem Gitter bleibst, ist alles gut. Oh, bist du verrückt, ey. Er lacht nur. Boah. Abgefahren, echt abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Da ist es. Klingeln lassen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist wirklich echt gruselig, dieses Spiel. Uff. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Bah, stinkt bestimmt erbärmlich. Muss das sein? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Mach bitte das Licht an. Ich
habe auch nur mit einem Auge geguckt. Lehn dich zurück. Lieber nicht. Oh, geh weg, Alter. Geh einfach weg. Ja, Leute, das war auf jeden Fall schon mal die erste Runde. Die war echt gruselig. Also zum Schluss, muss ich gestehen, habe ich mir jetzt echt die Augen zugekniffen und nur mit einem Auge geschaut. Oh, einfach furchtbar. Es ist echt gruselig, dieses Spiel. Also wie gesagt, ich habe das ja schon gespielt, aber ich hatte das gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Mir reicht auch gerade erstmal für heute das erste Level. Aber wir werden auf jeden Fall noch weitere Folgen machen und weitere Level spielen. Wie gesagt, für heute reicht es erstmal mit dem Intro und dem ersten Level. Das war schon echt gruselig genug. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt gerne das Video kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.